So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Tiefgarage. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagmorgen. Gut, für euch ist es nicht Samstag, aber für mich ist es Samstagmorgen 6.30 Uhr. Warum ist der Idiot zu früh wach? Samstagdienst. Ja, ich werde jetzt noch kurz arbeiten. Und dann ist heute Nachmittag die Rallye Calf. Und Nobby ist dort als Streckenposten positioniert und wir werden als Zuschauer hingehen. Und ich nehme euch einfach mit, damit ihr mal seht, was da so abgeht, weil so Stadtrallyes und sowas ist eigentlich echt geiles Thema. Oh ja, ich nehme euch mit, ich fahre jetzt nochmal arbeiten in meinem Pisseimer hier. Oh ja, wir sehen uns später und dann geht los. Sehr gespannt. Ist das nicht mega geil, dass der Spätsommer uns nochmal so ein richtig gutes Wetter bestellt hat? Finde ich mega. Einfach nochmal Summer Feelings im Spätsommer. Jo, also später. Irgendwann später. So, wir haben es geschafft. Also noch nicht ganz. Den Arbeitstag haben wir geschafft. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir jetzt hier hin müssen. Weil Nobby ist schon da, aber wir haben nicht so genau den Plan, wo er eigentlich ist. Die Autos hören wir schon, also das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil, laut und Rampeng Pow und alles, was man so will. Aber wir haben jetzt keinen Plan, wie wir da hinkommen. Ja, guck mal, ich würde sagen, wir gehen da, lass da mal durchgehen. Ja, komm. Also bis gleich, Freunde. Also ist jetzt gerade ein bisschen dämlich. Weil Nobby war ja schon dort, bevor die Rallye angefangen hat. Und deswegen konnte er natürlich auch noch die Wege nutzen, die dafür da waren. Jetzt aber das Problem, dass auf den Wegen, auf denen wir eigentlich laufen sollten, die Rallye-Cars lang böllern. Und dann möchte ich da nicht unbedingt lang laufen. Deswegen, ja, müssen wir jetzt hier über den Berg. Kann man das hören? Oh Mann, das wird geil. Ich freue mich schon. Aber erstmal. Wo sind wir da jetzt hoch? Aber ein gutes hat das alles. War eine echt schöne Aussicht. Schwarzwald eben. So, haben es gleich geschafft. Ich folge jetzt mal hier einfach diesem Trampelpfad. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Aber für Motorsport tue ich alles. Adria, ist gut? Das reicht dann an Sport für die. Wir haben sie gefunden. Streckenposten. Geil. Jetzt gibt es ein paar Eindrücke für euch von der Rallye Calf. Viel Spaß. Unglaublich geil bis jetzt. Wir haben hier auch eine echt geile Kurve. Die meisten kriegen es gar nicht gebacken, hier rumzufahren.
Also, wir haben jetzt die Rallye hinter uns gelassen. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen soweit gefallen. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide, weil die Sounds waren eigentlich echt geil, aber so ein emotionaler Porn mit Musik wäre auch nicht schlecht. Also, ja, finde ich es jetzt interessant, dass ihr wisst, wie es geworden ist und ich weiß es noch gar nicht. Ja, wir gehen jetzt hier unseren Waldweg wieder zurück. Hoffen, dass wir nicht verloren gehen und das Auto wiederfinden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, weil heute Abend machen wir noch ein bisschen Fotoshooting-Time. Und für mich bedeutet das natürlich Carporn. Ja, Carporn. Also Freunde, wir sehen uns gleich. Jo, perfekt, Digga. Voll die Panne, Alter. Oh Mann, Scheißhaufen. Ey, mir ist das Scheiß. Tankband gerissen, wo man das erkennen kann. Das hängt jetzt hier runter. Das ist da einfach abgerissen, weil einfach zu viel Rost dran ist. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, weil der Tank jetzt nur noch an zwei auch total verrosteten Gurten hängt, dass der gleich abreißt. Mal gucken, ob ich es nach Hause schaffe. Scheiße, Alter. Oh. Alte Autos. Echt top. Ja, ich habe es auf jeden Fall nach Hause geschafft, ohne dass mir der Tank abgerissen ist. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Aber die scheiß Lasche hat die ganze Zeit auf den Boden geschliffen. Und ja, heißt ab jetzt erstmal Fiesta fahren. Und Montag muss ich das dann reparieren. Gucken, dass ich dann noch irgendwo diese Gurte herkriege, diese Tankgurte. Ich hatte schon mal welche bestellt, aber die waren leider die falschen gekommen für den Zweiergolf. Und dann, seitdem habe ich das irgendwie nicht mehr gemacht. Und ja, jetzt habe ich den Salat. Egal, es ist ja nochmal gut gegangen und ja, jetzt fahre ich Fiesta bis Montag und dann, ja, reparieren wir den Haufen hier. 8:01 Uhr abends.